Feuer? Wo ist Lenz? Nicht da. Will sich wohl die Hände nicht schmutzig machen. Dann halt ohne ihn. My fingers tremble at your thought. My dear, inhale the smoke. As I wish that you were here, I could tell you how I feel. Gib dir deine Sauferei für nachher auf! Willst du mich verarschen? Raucher sterben früh. Wenn ihr schon nicht grabt, dann könnt ihr wenigstens herleuchten. Dann stellt das verdammte Radio ab. Was hat der Vogel? Er hat Lenz gefunden. Wo ist der Koffer? Wo ist der Koffer? Raus! Raus da, beide! Wo ist der Scheißkoffer? Du wächst längst noch auf. Hört auf zu klugscheißen und helft mir gefälligst! Hey! Was soll das? Wenn Lenz da drinnen liegt, dann glaube ich kaum, dass der Koffer noch da ist. Ich bin da mal weg. Keiner geht hier nirgendwo hin! Ja, ja, und wenn die Polizei kommt? Wir bleiben hier, bis der Koffer gefunden ist. Na dann, grab mal schön weiter. Außer uns und Lenz kannte niemand das Versteck. Folglich ist einer von uns ein Mörder. Und bis wir wissen, wer, bleiben alle hier! Fein. Ich habe wenig Lust, dass wir uns gegenseitig Anschuldigungen um die Ohren hauen. Also gehen wir die Sache mal logisch an. Na dann, leg mal los. Genau. Du warst vor uns hier. Wer sagt, dass du nicht ein paar Stunden früher hergekommen bist, Lenz ermordet und den Koffer geklaut hast? Möglich wär's. Aber wär ich dann noch hier? Wir sind alle noch hier. Logische Schlussfolgerung. Keiner war's. Bravo. Hast du vielleicht noch mehr davon parat? Schön, ich war zuerst da, das ist Fakt. Fakt ist aber auch, dass wir genauso wenig wissen, was du mit Bebo getrieben hast, bevor wir uns getroffen haben. Oder womit Harry den heutigen Tag verbracht hat. Ja, ja, genau. Zum Graben wäre Harry alleine ja stark genug. Halt's Maul, du Hampelmann! Warum war eigentlich an den Schaufeln, die du mitgebracht hast, Erde dran? Nur weil ich keine langen Winterabende damit verbringe, meine Schaufeln zu polieren, macht mich das noch lange nicht zum Mörder! Außerdem könnte Lenz schon eine Weile da unten liegen. Dann wäre jeder von uns gleich verdächtig. So läuft also der Hase. Sonst traut ihr mir nie irgendetwas zu. Aber wenn es darum geht, irgendjemanden einen Mord in die Schuhe zu schieben, dann bin ich plötzlich gleichberechtigt.
Es geht dir nicht darum, irgendwem irgendwas in die Schuhe zu schieben. Gleichberechtigt? Beppo? Mal ganz ehrlich. Traut ihr Beppo überhaupt zu, alleine ein Loch auszugraben? Wenn du ihm dabei geholfen hast? Wenn ich etwas damit zu tun gehabt hätte, würde ich mir jetzt wohl eher eine schöne Zeit im Süden machen, anstatt mit euch hier sinnlos in der Kälte herumzudiskutieren. Ich sag's ganz offen, eine derartige Dummheit traue ich nur Harry zu. Das hätte ich mir angesehen, wie du Vogelscheuer mich umlegst. Hat mir vorher. Vermisst du etwas? Das muss mir beim Suchen aus der Tasche gefallen sein. Du meinst wohl eher, als du Lenz Leiche vergraben hast. Sonst hättest du mich vorher nicht dauernd um Feuer bitten müssen. Stimmt, ich weiß es doch ganz genau. Seht ihr denn nicht, dass dieser Sohn einer gottverdammten Hure ihm etwas anzuhängen versucht? Was kann ich dafür, wenn du zu blöd bist, uns zu bescheißen? Ich habe niemanden beschissen! Es könnte doch wirklich sein, dass Harry sein Feuerzeug einfach nicht gefunden hat. So wie sich auch seine Schaufeln ganz von alleine in der Erde gesuhlt haben. Wie wär's, wenn Harry einfach mal aufhört zu lügen und uns sagt, wo der Koffer ist? Ich weiß nicht, wo er ist!